Ich grüße euch und heiße euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Dragon Ball Z legendäre Superkämpfer für den Game Boy Color oder Color, wie jeder auch mag. Mir völlig egal. Um Nappa zu bekommen, müssen wir ihn mit Piccolo besiegen und dann haben wir ihn nach dem Kampf und das machen wir jetzt. Ich spule mal ein bisschen vor und dann, das seht ihr ja dann gleich. Nehmen wir uns mal die Blitzkanone. Nappa jetzt verfügbar. Klasse Geschichte. So, wir sehen uns gleich beim nächsten Charakter wieder. Ja. Bis gleich oder was weiß ich. Da sind wir auch schon wieder jetzt bei Guldo. Den müssen wir mit Krillin besiegen und zufälligerweise gleich Tabura Steinspucke bekommen. Schon mal nicht schlecht. Probieren wir es mal aus. Ha! Sogar gleich beim ersten Mal getroffen. Was kann Guldo überhaupt? Guldo jetzt verfügbar. Mann, ist der Typ hässlich. Na gut, wir sehen uns gleich wieder im Kampf gegen Weakum. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder, bisschen das Quatsch übersprungen, müssen Weakum mit Son Goku normal besiegen. Super Saiyajin 1, 2 oder 3 würde nicht zählen. Aber das, oh, er erhöht schon seine Stärke. Heftig. Gibt gleich wieder irgendwie auf die Backen. Ich sehe es doch schon kommen. War Weakum? Oh, nochmal die Stärke erhöht. Ist der bekloppt. Naja, wir haben ja zum Glück Taioken. So ist es ja nicht. Da muss man mal schauen, wie wir hier zurechtkommen. Je nachdem, ey, was er uns jetzt auch schon für Schaden macht. Guckt, Verteidigung minus auch gleich noch. Oh Mann, ey. Dabura, wo bist du? Wenn man dich mal braucht. Irgendwie müssen wir jetzt bis dahin überleben. Ich weiß nicht, wie wir dem sonst noch vernünftig beikommen können. Ey, seine Drei-Phasen-Attacke. Weiß ich nicht. Viel zu stark. Oh, jetzt geht's los. Ki sammeln. Dabura, wo bist du? Ich glaube, erste Runde wird er noch normal angreifen. Und dann zweite uns denn vernichten wollen. Kann man so schon sagen. Ja. Oh, ist der bekloppt. Wir müssen nochmal Ki sammeln machen, weil das hier sonst nicht reicht. Ach, Teleport kann der gar nicht. Interessant. Naja, Taioken ist in Ordnung. EFB-Attacke abgewehrt, dann ist gut. Ende der Geschichte. Ausdauer, lalalala, ganze Zeugs. Energiewelle brauche ich jetzt mal nicht. Schlimme ist halt, dass er immer noch so stark ist jetzt. Und der braucht, also die EFB-Attacke hätte uns so oder so getötet. Das kann man so schon mal sagen. Guckt euch die drei Phasen an. Das ist unmenschlich. Ich würde gern wissen, was ist Weakum eigentlich für ein Typ? Das weiß ich gar nicht. Also irgendein Außerirdischer, aber was? Genau. Machen wir mal Dende. Irgendwie müssen wir ja uns ja... Ah, fängt schon wieder an. Dabura? Dabura. Gut. Denn ist das Ding wohl so gut wie gelaufen. Und auch gleich beim zweiten Mal getroffen. Na gut. Nehmen wir die RFB-Attacke. Weakum jetzt verfügbar. Gut.
Wir sehen uns gleich wieder bei Gies und Bartha. Und da sind wir auch im Kampf gegen Gies und Bartha. Hier blieb mir nicht viel anderes übrig, als das so zu machen, denn ich muss alleine mit Goku gegen Gies und Bartha gewinnen. Und da muss ich den ersten dann halt so schon ausnocken und dann gucken, wie es beim zweiten läuft. Deshalb hier einmal kurz Gies besiegt und dann geht's weiter. So, auf zu Bartha. Schauen wir mal, einen Punkt haben wir. Ja, jetzt muss ich gegen Bartha nur irgendwie ankommen und dann ist eigentlich alles gut. Müsste aber eigentlich machbar sein. Ja, natürlich mache ich ABA. Oh, hat alles geklappt. Hervorragend. Voller Geist, Ki Plus. Er macht schon mal Ki sammeln. Ich weiß nicht, wie viele Punkte die durch Dabura Steinspucke bekommen. Kann ich so nicht sagen. Juckt mich aber auch überhaupt nicht. Denn Bartha wird nur mit Mach-Attacke angreifen. Erhöht seine Geschwindigkeit bis sonst wohin. Keine Ahnung, was ihm das bringt. Wir haben Taioken auf unserer Seite und damit haben wir auch eigentlich so gut wie sicher den Sieg in der Tasche und da kann uns eigentlich jetzt gar nicht viel passieren. Seine drei Phasen und sowas alles, die werden uns nicht genug Schaden machen können, so dass er uns besiegt, bevor wir ihn besiegt haben. Ich glaube, das war alles so richtig. Grammatikalisch weiß ich jetzt gerade nicht, hat sich vielleicht nicht ganz so geil angehört. Macht dritte Mal Geschwindigkeit erhöht und Bartha ist doch eigentlich schon schnell. Oder wie sehe ich das? Wollen wir mal gucken. Genki-Dama, hebe ich mir mal nochmal auf. Für wann anders. Ich habe jetzt das Ki-Sammeln eigentlich nur wegen Taioken. Oh. A, B, A. Hat alles geklappt schon wieder. Ah, zum Glück haben wir die Schockwelle. Mach-Attacke. Bartha ist da jetzt wirklich nicht so schwer. Alleine. Ich weiß gar nicht, unter was dieser Popo-Komet zählt, was sie machen, wenn die zu zweit sind. Ah, das macht er jetzt auch erstmal nichts. Ich glaube aber, dass... Obwohl... Ich weiß nicht, ob das unter Strahl zählt. Ist, oder ob das überhaupt blockbar war. Denn sowas gibt es, glaube ich, auch, wenn ich mich recht entsinne. Dass man... Moment, nein. Ah, zum Glück, ich habe noch Ausdauer. Genki-Dama. Ach, das reicht sogar. Naja, denn... Crusher Ball. Nehmen wir mit. Gies, jetzt verfügbar. Bartha, jetzt verfügbar. Yay. Haben wir schon mal 4 von 5. Wir sehen uns, glaube ich, im nächsten Kampf wieder gegen Ginyu. Ja, bis gleich. So, und da sind wir jetzt schon bei Cell, denn die anderen... kann ich mir momentan noch nicht holen, weil mir da der ein oder andere Charakter fehlt. Vor allem einmal Vegeta. Der fehlt. Und da bekomme ich denn so einmal... Wen bekomme ich so denn nicht? Muss ich gerade überlegen. Moment, Moment. Wer war denn das, der denn da wegfällt? Ginyu fällt weg. Freezer bekomme ich nur mit Trunks. Aber das habe ich beim ersten Mal durchspielen bisschen verkackt.
C19, glaube ich, mit Vegeta denn. C20, wenn ich ihn mit C19 besiege und so, setze ich das dann fort. Die kann ich dann alle nicht holen. Und deswegen sind wir jetzt hier. Macht aber nichts. Ist schon okay. Immer mal gucken, ob wir Dabura bekommen. Denn ist auch fertig erlackt. Und Cell bekommen wir, wenn wir ihn mit Piccolo Kami machen. Das war ja beim ersten Durchspiel noch nicht möglich. Da haben wir den ja praktisch erst nach dem Kampf bekommen, glaube ich. Naja. Okay, das war vielleicht keine super gute Entscheidung. Kriegen wir auch gleich noch eine Höllenspirale ab. Aber heilen sich beide wieder etwas hoch. Bei mir natürlich mehr, weil ich ja noch selbst am Zug war. Da heilt sowas mehr als normal halt, als wäre es im gegnerischen Zug. Wende und Auferstehung. Obwohl bei Auferstehung bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Bei Dende weiß ich, dass das ist auf jeden Fall so, dass es mehr lohnt, wenn man das im eigenen Zug macht. Bei Auferstehung könnte ich mich auch täuschen. Angaben ohne Gewehr kann ich jetzt so nicht hundertprozentig korrekt sagen. Ah, ihr wisst halt bestimmt schon besser. Und da kommt Dabura zur richtigen Stelle. Ich mach's jetzt einfach so. Naja, was soll's. Gucken wir mal, wa? Oh, ich glaube, ich habe den sogar vorher schon einmal besiegt gehabt. Naja. Und? Ja, Cell jetzt verfügbar. Ja, wir sehen uns mal gleich wieder. Mal schauen, welchen Kampf wir als nächstes sehen. Bis gleich. Da sind wir dann auch schon wieder im nächsten Kampf. C17 ist unser Gegner. Wollen wir mal gucken. Den müssen wir mit Cell besiegen, um Cells zweite Form zu bekommen. Macht Sinn. Auf jeden Fall. Wollen wir mal schauen, wie wir uns schlagen. Ich würde ja ganz gern Dabura jetzt schon haben. Wieso hat er abgewehrt? Einfach mal so, ganz trocken. Das ist nicht nett. Gerade eben noch mal die Genauigkeit erhöht, sehen wir da oben am Symbol. Vielleicht bringt's ja was. Crazy Rush, alles klar. Der gibt uns etwas auf die Schnute. Müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier gleich durchkommen. Dann stelle ich mich mal lieber weiter hinten hin. Wäre ja eigentlich jetzt schon ganz cool, wenn Dabura kommen würde. Muss man mal gucken, ne? Oh Mann, ey. Kommt einfach nicht. Das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich scheiße. Jetzt vielleicht? Oh. Ich glaube, wenn jetzt Crazy Wash kommt, wäre das okay. Ja, können wir nochmal abwehren. Und? Ist er nicht? Machen wir die Weste, damit wir gleich nochmal dran sind. Immer noch nicht bekommen. Oh Gott. So langsam sollte es aber mal. Denn sonst endet das hier jetzt gleich ganz böse. Und da ist er. Gut.
Zellstufe erhöht. Energieball oder Pupo-Komet? Eigentlich völlig egal. Cell hat Nummer 17 absorbiert und die zweite Form angenommen. Ja, sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Kampf. Scheint wieder zu gehen. Was machen wir? Ich fahre mal lieber die sicherere Schiene. Und heile mich erstmal ein bisschen, dass wir jetzt auch einen Energieball sogar noch überleben würden. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir ihr noch möglichst Schaden machen. Oh Mann. Ja, wir haben keine Wahl. Muss jetzt reichen. Ja, damit sollte der Sieg vorbei, verspielt sein. Ja, kann sie Ki sammeln, aber bringt uns alles nichts. Oh, das fängt schon wieder an. Ich raff's nicht. Oh, guckt euch das an. Warte, Moment, wie ist denn das jetzt unten mit der Zeit? Das möchte ich jetzt mal gerne sehen. Oh, guckt euch das mal an. Na, wann kommen die Tasten? Wo sind sie? Boah, was? Ich kann nicht mal was drücken. Klasse. Nummer 16, jetzt verfügbar. Nummer 18, jetzt verfügbar. Alles hervorragend geklappt. Im nächsten Part geht's weiter. Ein oder zwei Parts kommen nach diesem jetzt noch. Schauen wir mal. Bis dahin. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Und möchte mich hiermit verabschieden. Tschüss, Kinnerts.